So, Freunde, willkommen zum nächsten Video auf dem Channel von Aposwelly. Jetzt Aposwelly Time und heute reden wir über die Rezession 2020. Wir hören Tag und Nacht Berichte darüber, Medien berichten darüber. Wie wird sie passieren, ist die erste Frage überhaupt. Wie wird sich auf E-Commerce auswirken und womit können wir zählen, wie können wir uns vorbereiten? Das alles werden wir in diesem Video besprechen und zuallererst gilt natürlich zu sagen, ich bin kein Bankenexperte. Ich bin ein Experte im Bereich Online-Selling, Online-Verkauf, Online-Handel und ich werde das Ganze mal aus meiner Sicht erzählen. Das Ding ist natürlich, mich hat das auch berührt, mich hat das auch interessiert. Nichtsdestotrotz oftmals der Begriff gefallen, dass in den Jahren 2020, 21, 22, 23, 24 eine Rezession folgen wird. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit stimmt das Ganze? Bevor wir das Ganze mal analysieren, möchte ich noch eine Sache sagen. Nachrichten, Medien sind voller Clickbait. Okay? Die wollen alle, jeder will Aufmerksamkeit. Die Welt, die Online-Welt ist geprägt mit, wer kriegt die meiste Aufmerksamkeit. Und solche Themen wie Rezession 2020 versteckt dein Geld. Und eine Rezession 2020, es wird passieren, die Wirtschaft wird kollabieren. Das erregt natürlich Aufmerksamkeit, Aufsehen. Aus diesem Grund hast du auch auf dieses Video geklickt. Und wenn so eine Kleinigkeit, irgendein kleinster Schimmer passiert, stürzen sich alle Medien da drauf und du wirst es in jeder noch so kleinsten Ecke lesen können. Denn solche Themen bringen einfach mehr Klicks als die Wirtschaft ist stabil im Jahre 2020 und wir wachsen weiterhin um 2% und die Welt ist sehr toll. Nein, stattdessen schreib mal Rezession 2020, versteck dein Geld, du wirst arbeitslos sein. Und schon klickt ihr drauf, man hat die Aufmerksamkeit, man macht Geld. Okay, Aufmerksamkeit ist gleich Geld in der modernen Welt, in der Social Media Welt. Und so funktioniert das ganze Spiel. Darum, bevor wir das Ganze analysieren, ist sehr wichtig zu sagen, dass du unbedingt das im Hinterkopf behalten solltest, dass Medien sehr viel mit Aufmerksamkeit und Clickbait spielen. Eine andere Sache, ich habe mir zum Beispiel mal ein paar Artikel durchgelesen. JP Morgan postet, ich glaube es war im Jahr 2018, Ende 2018, ey, die nächsten Jahre, zwei Jahre folgen sicher eine Rezession. 60%, über 60% Rezession, Achtung. Und vier Monate später posten sie, 2020 gibt es keine Rezession. Das heißt, das bestätigt nochmal das Ganze. Leute, achtet darauf, dass ihr nicht alles, was die Medien von sich geben, glaubt, denn vieles davon ist, ja, es geht um Aufmerksamkeit. Okay, werden wir das im Hinterkopf behalten, ne? Mal die ganze Sache analysieren und das uns alle berührt, interessiert und wichtig ist für uns, wenn wir das Ganze mal so machen, dass wir das aus einer E-Commerce-Sicht analysieren und bevor wir mit der Rezession starten und über die Loser der Rezession reden werden, reden wir mal darüber, dass es in der letzten Zeit was viel Schlimmeres gibt als die Rezession. Und das ist nämlich die Dominanz der E-Commerce- bzw. Online-Welt. Es gibt vor dieser Rezession, die ja nur in den nächsten Jahren kommen wird, viel größere Loser. Toys R Us, bankrott gegangen. Okay, was haben wir noch? Ich habe mir ein paar Beispiele aufgeschrieben gehabt hier irgendwo. Forever 21, Blockbuster, alles bankrott. Warum? Nicht durch eine Rezession oder sowas. Einfach durch schlechte unternehmerische Entscheidungen, weil die Online-Welt gekommen ist und die Online-Welt alles erobert hat. Natürlich, das Kundenverhalten verändert sich mit der Online-Welt. Und ich meine, wer hat schon noch Lust, in eine Videothek zu gehen nachts um 20 Uhr, während man entspannt im Bett liegt und in eine Videothek zu gehen, den Nachbar zu sehen, der dich dann auch noch mal eine halbe Stunde vollredet, einen Film auszuleihen, zurückzukommen nach einer Stunde, den Film einzulegen, und dann zu merken, oh, der Film ist gar nicht so gut, wie ich dachte. Wer hat schon noch Lust auf sowas? Blockbuster, adios, wir haben Netflix. Dasselbe gilt für Toys R Us, die ihre Rechte 2000 oder sowas an Amazon verkauft haben und keine Online-Shops machen konnten. Dasselbe gilt mit all den anderen Unternehmen, die vor der Rezession, die doch so schlimme Rezession, bankrott gegangen sind, Umsätze einbüßen mussten und keinen Umsatz gemacht haben. Oder weniger Umsatz gemacht haben. Was noch viel schlimmer ist, einfach die Dominanz der Online-Welt. Und die Online-Welt dominiert gerade alles. Wir können davon ausgehen, ich habe mir nochmal hier eine Statistik aufgeschrieben. E-Commerce soll bis zum Jahr 2024, Prognosen, um 6% jedes einzelne Jahr wachsen, jährlich. In den vergangenen Jahren war es sogar teilweise über 8% im Jahr. Das heißt, wir sind im Trend. Und wir sind viel gefährlicher als die Wirtschaftsrezession, die auf uns zukommen könnte. Das im Vornherein gesagt. Also, meiner Meinung nach, die Kaufkraft der Deutschen ist und bleibt
sehr, sehr stark im Jahr 2019, im Jahr 2020, 2021. Und erst wenn die Kaufkraft sinkt und ich sehe bis jetzt noch gar kein Anzeichen dafür, dann könnte es ein bisschen problematischer werden. Wir werden gleich über die Problematik reden, die für uns trotzdem sehr effektiv sein kann. Und ich habe mir nochmal eine Statistik. Exporte sollen 2020 nur gering steigen, aber die Importe sollen weiterhin ganz normal im gleichen Bereich steigen. Arbeitslosigkeit soll weiter sinken, laut Screenshot. Ich habe hier nochmal was gelesen. Und auch die E-Commerce-Nische wird weiterhin wachsen. Das sind also die Prognosen für 2020, sehen meines Erachtens ziemlich positiv aus. Und ich schätze mal nicht, dass eine Rezession im folgenden Jahr kommen wird. Aber ich bin auch kein Marktexperte, by the way. Lass uns mal vom Worst-Case-Szenario angehen, 2021, 2022. Auf einmal gibt es eine Rezession. Was würde passieren? Zuallererst mal, was passieren würde, da Mieten, Arbeit und so weiter zu teuer wären. Ein paar lokale Unternehmen müssten durch die Konkurrenz mit E-Commerce schließen. Und somit hätte man weniger Anlaufstelle auf dem lokalen Markt, um etwas zu kaufen. Und die E-Commerce-Sales würden wiederum wieder steigen. Erster positiver Aspekt, denn wir haben kein Inventar. Wir müssen ein bisschen Geld fürs Hosting zahlen und das war es auch schon. Wir haben keine Arbeiter. Die sind 24 Stunden geöffnet. Wir haben keine 5000 Meter Fläche, wo wir unsere Artikel lagern müssen. Nee, haben wir alles nicht. Das heißt, wir können unser Game ganz einfach fortführen und haben jetzt weniger lokale Konkurrenz. Unser Game ist und bleibt immer noch gleich. Der zweite Faktor ist, Leute werden wohl weniger in Werbung investieren, was wiederum dazu führt, dass die CPMs sinken und wir billiger Werbung einkaufen können. Das heißt, die Gewinner hierbei sind Leute, die sich gut mit E-Commerce, Werbung auskennen. Und wir haben noch Zeit, bis das alles passiert. Und mein Tipp an dieser Stelle ist natürlich und bleibt, eigne dir einen Skill an, der während der Rezession immer noch viel Geld einbringt und der während der Rezession vielleicht eventuell mehr Geld einbringt, weil du wirst besser, die Chancen steigen und der Markt allgemein wird dann ein bisschen schwächer, aber deine Skills werden besser und das ist der Vorteil. Stell dir vor, jeder hat Angst davor, in Werbung zu investieren. Du investierst in Werbung, effektive Werbung, die billiger ist. Du zahlst auf einmal niedrigere CPMs und machst immer noch deine Verkäufe. Okay? Während der Rezession werden Unternehmen immer noch Werbung machen müssen, sonst machen die keinen Umsatz. Aber sie müssen die Werbung auf jeden Fall gezielter einsetzen. Sie müssen sie hocheffektiv einsetzen. Also ich rede von größeren Unternehmen, ich rede nicht von kleinen Unternehmen. Und das ist auch eine super Möglichkeit, eventuell um mit deiner Facebook-Werbungsskill oder mit Facebook-Advertising-Skills für Unternehmen das zu übernehmen und für die Werbung zu machen. War nur ein Gedanke von mir. Okay. Das Einzige, was Sales berühren wird, schätze ich mal, ist nicht diese 20, 30, 40, 50, 100 € kleinen Sales. Okay, die passieren nicht, dass Leute jahrelang überlegen, ob sie das kaufen sollen. Die passieren aus Reflex, aus wie gut kann man auf der Seite verkaufen und so weiter. Die passieren nicht daher, dass sie irgendwie langjährige Entscheidungen treffen. Die kommen auf die Seite, kaufen einen Artikel. Und da kriegen einen Retargeting, kaufen einen Artikel. Okay, was es eventuell berühren wird, sind Sales im Bereich von 1000, 2000, 5000, 10.000 €. Das könnte sein, dass das langsam ins Kippen kommen könnte, weil die Leute sind ein bisschen vorsichtiger mit solchen Investments während einer Rezession. Und mit so kleinen Impulsentscheidungen, Impulskäufen, schätze ich nicht, dass da viel, viel, viel sich ändern wird. Die Leute sind ein bisschen vorsichtiger mit dem Geld, aber es ist nicht so, dass 90% oder 80, 90% der Leute ihren Job verlieren. Wie viel sind es denn? 10, 20%? Ich weiß nicht, ich kenne die Statistiken nicht. Brot kostet nicht auf einmal 1000 €. Wir sind nicht in einer Hyperinflation, wir sind nicht in einer Hyperrezession. Das Ganze ist natürlich ein bisschen abgeschwächter, aber wir haben auch Vorteile dadurch und das Ganze balanciert sich natürlich. Da wollen wir auf jeden Fall nochmal ein Fazit ziehen im Bereich, was würde ich jetzt machen oder würde ich investieren? Also, ich rede natürlich mal von meiner Meinung hier und allgemein mache ich es nicht, ziemlich in Gold zu investieren. Ich bin nicht der Mensch, der in Gold investiert. Ganz einfacher Grund, weil irgendwie der Wachstum, der triggert mich nicht wirklich. Da ist nichts Besonderes dran. Wenn du 10.000 € hast, 10.000 € in Gold investierst, was soll denn großartig passieren? Es ist keine Magie da hinter den Zahlen. Lieber investiere ich 10.000 € in Unternehmen, anstatt 10.000 € in Gold zu investieren und langfristig ganz langsame Gewinne zu machen. Das ist meine Meinung dazu. Und anstatt in Gold zu investieren, würde ich da eher mich selbst investieren, besonders wenn ich 10.000 € oder sowas hätte,
in mich selbst und in Unternehmen, in Advertising, dass das zum Wachsen kommt. Das Einzige, was ich machen würde, ist auf jeden Fall Double Down on Your Skills. Ich würde, wenn ich jetzt Anfänger wäre im Bereich E-Commerce, Online-Marketing, also bei mir meine Aufgabe ist eh leicht, ich mache einfach das weiter, was ich mache, E-Commerce-Sales, Online-Shop-Sales und schaue, wie sich der Markt entwickelt und schaue, in welchem Markt oder in welchen Bereichen ich dann noch mehr verkaufe. Eventuell, ja, es wird trotzdem E-Commerce sein, ja. Aber es könnte der Skill von Facebook Advertising zum Beispiel sehr, sehr interessant sein für den Fall, wenn die Unternehmen dem Geld sparen müssten und von der Seite auf einmal Apostrophe kommt mit einer Hilfsmöglichkeit. Könnte auf jeden Fall interessant sein. Aber meine Aufgabe ist einfach Double Down on E-Commerce. Ich setze meine Energie, meine Arbeit in E-Commerce rein. Was würde ich neuen Leuten eventuell empfehlen für die Rezession? Eignet euch einen Skill an, der euch während dieser Zeit Geld einbringt. Ganz einfach. Und da hilft natürlich nur eine Sache: E-Commerce zu lernen. Wie die Leute hier auch, die neu auf meinen Channel kommen, in meine Mentorings kommen. Ich werde hier manchmal ein paar Erfolgsberichte posten. Die haben es auch von Null, haben die gestartet und haben diesen Skill gelernt. Und die haben keine Angst, wenn die Rezession kommen sollte, weil sie haben die Skills und sie wissen, wie das läuft. Darum würde ich sagen, eignet dir einen Skill an, arbeite daran. Und der beste Zeitpunkt ist jetzt. Hey, du musst nicht mehr warten, du musst nicht auf nächstes Jahr warten, du musst nicht auf irgendwas warten. Mach einen Nebenjob, bau deinen ersten Online-Shop auf, eventuell geht dann die Hose, who cares? Okay, hier unten in die Beschreibung füge ich außerdem nochmal das letzte Video ein von einem netten Mädel, was in 6 Tagen ihren ersten Sell gemacht hat. Von dem Zeitpunkt, wo sie gestartet hat mit E-Commerce, bis zum Zeitpunkt, wo der erste Sell da war, 6 Tage, das werde ich unten in die Beschreibung einfügen. Schau es dir, wenn du es mal angeschaut hast. Und lern diesen Skill. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Over and out, Apostrophe, die verabschiedet sich. Gib natürlich noch ein Like ab. An dieser Stelle wird mir auf jeden Fall viel bedeuten. Und wenn du noch Ideen hast, Vorschläge, was wir kurz vor Jahresende 2019 machen könnten, dann schreib das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich bin sehr offen für Vorschläge. Und kleines Fazit an dieser Stelle: Macht euch keine Angst. Nachrichten sind sehr aufmerksamkeitsbedacht orientiert. Das heißt, sie kämpfen für Aufmerksamkeit und solche Berichte geben immer viel Aufmerksamkeit. Im Falle der Falle solltest du einen Skill lernen, der dir Geld einbringt. Und es ist nicht so, dass während einer Wirtschaftskrise auf einmal 90% der Menschen arbeitslos sind. Alles halb so wild. Entspannen, durchatmen, eine Runde darüber meditieren und keep it easy. Euer Apostel verabschiedet sich und wünscht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Beschreibung reinschauen, sind noch gute Videos dabei. Ciao, ciao, mach's gut.